Hallo und herzlich willkommen zum Mausblick Ausgabe 1424. Heute steigen wir auch ganz flott ein, denn es gibt einige News, wenn auch nicht so viele aus Disneyland Paris, aber damit beginnen wir. Seit dem 5.4. sind die neuen Szenen bei Star Tours am Start, also mit Ahsoka Tano, mit dem Mandalorianer und mit Grogu und mit Cassian Andor. Könnt ihr die jetzt sehen und werdet da in die neuere Ära von Star Wars wieder so ein bisschen katapultiert, weil da gab es ja auch vorher schon die Szenen zur dritten Trilogie. Also, aber immer ein bisschen was Neues finde ich eigentlich ganz gut. Ein bisschen für Abwechslung bei Star Tours zu sorgen. Dann gibt es wieder was für die Modebewussten unter unseren Zuschauern. Ja, dieses Modebewusst. Es gibt neue, bunte, farbenfrohe, passend zu Symphony of Colors, Spirit Jerseys und Bucket Hats. Also könnt ihr euch noch bunter, noch farbenfroher kleiden in diesen wunderschönen Kartoffelsäcken. Viel Spaß, schickt uns Bilder. Dann gibt es im Disneyland Hotel Neuigkeiten, und zwar zu beiden Restaurants, zum Royal Banquet und zum Table de Lumière. Ihr könnt da jetzt auch in beiden noch vor Ort reservieren, auch wenn ihr nicht in einem Disney-Hotel übernachtet. Es geht allerdings nur in der City Hall für beide Restaurants und nur für den jeweiligen Tag, an dem ihr essen gehen wollt. Also die Restaurants sind wohl nicht so ausgelastet, wie Disneyland Paris das gerne hätte. Und so kann man das halt ein bisschen steuern, dass an weniger ausgelasteten Tagen, wo man nicht mehr mit rechnet, dass dann noch viele Hotelgäste nachbuchen oder nachreservieren, die Restaurants natürlich voll kriegt, aber es gibt natürlich keine Garantie, dass ihr einen Platz kriegt. Das ist abhängig von der Verfügbarkeit. Dann würdigt Disneyland Paris den ganzen April über, seit dem 5. April, den Earth Month. Wo habe ich jetzt mein... Ja, ist mir alles verrutscht gerade, Entschuldigung. Zusammen mit National Geographic. Es gibt am Sleeping Beauty Castle eine Projektion unter dem Titel A Wonderful World. Und es sind Bilder aus, kennt man ja, die National Geographic Dokumentationen sind genauso wie wenn man das National Geographic Magazin hat es lange als Abo, extrem gute Bilder. Egal ob in bewegter Form oder im Magazin, in Fotos und jetzt aus den bewegten Dokumentationen, aus den Filmdokumentationen von National Geographic gibt es Projektionen am Sleeping Beauty Castle, eben für den Earth Month. Ich blende euch jetzt eine ungefähr 30-sekündige Sequenz dazu ein. Da bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat das gefallen, die tollen Bilder. Und ich habe noch mehr für die Merchandise-Jäger unter euch. Ab 12.04., also passend zum Geburtstag von Disneyland Paris morgen, gibt es beim Ribbons and Bows Hat Shop einen neuen Loungefly-Rucksack, der das Sleeping Beauty Castle zeigt und exklusiv für Disneyland Paris gestaltet wurde. Wer schlägt dazu? Bin gespannt. Wir sind nicht da. Für uns geht es nächste Woche nach Walt Disney World, also kann Dörle schon mal nicht zuschlagen, schont den Geldbeutel. Dann wird wieder renoviert, und zwar an den Fassaden des Pixar Place oder Plaza in Walt Disney Studios. Da war also an der Fassade, die ja relativ neu ist, Toontown die Fassade da ersetzt hatte. Und die schon direkt am Baumängel hatte, dann renoviert werden musste. Und jetzt haben wir vor 2-3 Wochen im Ausblick haben wir Bilder gezeigt, vielleicht auch schon ein bisschen länger her, dass die schon wieder schadhaft war und daran wird jetzt wieder renoviert. Hoffentlich mal ein bisschen dauerhafter, dass es ja dann nicht gleich wieder so aussieht. Dann haben wir, morgen soll es ja mehr Einblicke darin geben in die neue Alice in Wonderland Show im Walt Disney Studios Park.
Aber wir haben heute schon einen ersten Einblick für euch, und zwar auf das weiße Kaninchen. Das soll also so aussehen, wie euch dieser kurze Einspieler von ungefähr 15 Sekunden nun zeigt. Oh là là, mes amis, vous avez l'air perdu. Il faut revenir en arrière. Tic, tac, tic, tac. Revenez en arrière, mes amis. Croisez le lièvre de Mars. Tic, tac, tic, tac. Ne passez pas par neuf chemins, ou sinon vous allez être en retard. Les plus déjantés d'entre vous ne manqueront pas à l'heure du thé, j'en suis sûre. Ja, und? Eure Reaktion? Was war eure erste Reaktion? Postet doch mal in den Kommentaren, was eure erste Reaktion auf das Video war. Wir haben, da kann ich einigen User auch zustimmen, so eine bunte Mischung zwischen ESC und Elton John. Irgendwie, also Eurovision Song Contest und Elton John. Es gab mal so eine Nummer von, ich glaube, von einer ukrainischen Gruppe. Irgendwann zwei... Oh Gott. Ja, 2010, 2011, 2012. Die glaube ich, irgendwie habe ich im Kopf so ähnliche Kopfbedeckungen und so weiter hatte. Gefällt euch der Stil? Ich muss sagen, ich finde es schräg. Könnte natürlich auch ganz cool werden. Ich hoffe natürlich, dass die Show nicht nur auf Französisch sein wird, denn die Show soll ja auch interaktive Elemente enthalten, so dass die Zuschauer am Ende mitbestimmen können, wie die Show quasi endet. Wenn das nur Französisch ist, wird es schwierig. Wenn das Französisch auch noch so schnell ist, wie jetzt hier beim weißen Kaninchen, dann wird es noch schwieriger. Aber vielleicht gab es ja bei anderen Shows auch schon so ein bisschen hin und her der Sprachen zwischen Französisch und Englisch. Gut, das war's schon zu Disneyland Paris. Kommen wir zu Walt Disney World. Walt Disney World hat, wie auch schon in Vorjahren, die Passholder Appreciation Days angekündigt, also die Wertschätzungstage für Annual Passholder. Die finden dieses Jahr vom 1.5. bis 26.6. statt. Letztes Jahr, weiß gar nicht mehr, waren, als wir dann in Vero Beach waren, also am Ende unseres Trips, also etwas später als dieses Jahr. Und in der Regel gibt es dann für Annual Passholder mehr Rabatte, meistens 10% mehr auf Merchandise, 10% mehr auf Dining, als es abseits dieser Tage gibt. Es dürfte neuen Passholder-Magneten wahrscheinlich geben. Es soll eine Passholder-Lounge geben. Gehen wir davon aus, dass die wieder im Sunshine Seasons in The Land Pavilion in Epcot ist, wo sie auch letztes Mal war. Also ja, wird so ein bisschen was geboten für Passholder. Ist eine nette Sache und zieht natürlich auch in den Tagen, die erscheinen, geht Disney wieder davon aus, dass nicht so viel los sein wird, was uns natürlich dann freut, denn wir reisen am 1.5. dann nach Disney World an, nachdem wir Florida vorher ein bisschen erkundet haben. Erstens profitieren wir von den Appreciation Days und zum anderen, wenn es nicht so voll wird, ja, freut uns natürlich. Dann gibt es Neuigkeiten zum Projekt Tropical Americas. Also Tropical Americas ist ja das, was letztes Jahr angekündigt wurde, das, was Dinoland USA im Animal Kingdom ersetzen soll, mit den Attraktionen zu Encanto, Coco und Indiana Jones. Da hat jetzt in einem Instagram-Reel Disney Imagineering selbst ein paar Ausschnitte, Bilder, Kurzeinblicke gepostet, die so erste Modelle der Fassaden oder der Gebäude zeigen. Also es geht da tatsächlich voran, es ist mal aus der Blue Sky-Phase heraus. Das ist mega, dass wirklich mal was tut. Man sieht dann eben auch die ersten Arbeiten. Wir hatten ja in einem der letzten Mausblicke den Bericht über die Pläne eines externen Imagineering Campus im Backstage-Bereich des Animal Kingdom, wo sehr viele Leute arbeiten sollen an dem Projekt. Außerdem hat Imagineering auch ein paar Einblicke, Kurzvideos in dem Reel, Ausschnitte in dem Reel eingesetzt, die Imagineers bei Feldstudien in Yucatan war es, zeigen, wo sie Bauweisen etc. studieren, um das authentisch rüberzubringen. Das ist ein ganz großer Teil wirklich von Imagineering. Die verlassen sich nicht auf Bilder, sondern die machen Reisen in die ganze Welt, wenn sie Themenbereiche abbilden, um das möglichst zumindest authentische Einflüsse zu kriegen. Ob sie dann authentisch machen oder ganz gezielt ein bisschen abstrahieren, das ist wieder eine andere Frage. Aber viele Sachen sind sehr authentisch, gerade im Animal Kingdom, wo über ein Jahr lang, glaube ich, vor denen eigentlich die entscheidenden oder große Gruppen von Imagineers gereist sind, bevor es wirklich in die Planungs- oder die Modellbauphase und so weiter ging. Gibt man sich also auf jeden Fall Mühe und das sieht dann doch vielversprechend aus, muss man wirklich sagen. Ein kleines weinendes Auge wegen Dinoland. Die meisten von euch haben vielleicht mitbekommen, ich bin ein ziemlicher Dinoland USA-Fan.
ist nicht unbedingt wegen der mega tollen Attraktion oder Gestaltung, aber doch wegen der Gestaltung, wegen der Geschichte in der Gestaltung, wegen der vielen Details, die sich überall verstecken, wegen der ganz ausgefeilten Storyline, die uns da leider verloren gehen wird. Aber wir werden das nochmal ganz besonders würdigen bei unserem Trip jetzt und nochmal ein ganz besonderes Augenmerk aufs Dino oder USA oder auf das, was nach dem Primeval Whirl, der leider schon verschwunden ist, noch von ihm übrig ist, aber die Details, die sind zum Großteil noch da. Weiter geht's mit Neuerungen oder Umbauten. Am 17. Juni ist jetzt bekannt, wird Test Track schließen. Das bekommt ja wieder eine neue Gestalt im Stile von World of Motion, also der ursprünglich an der Stelle befindlichen Attraktion, bevor es zum Thrill Ride wurde. Da ist jetzt auch bekannt, dass diese Überbauung, dieser Pavillon, der dem Gebäude vorgesetzt wurde, entfernt werden wird. Das war nie so eine gute Idee, den da hinzustellen. Weil man bei Test Track mit längeren Schlangen rechnete, als vorher bei World of Motion waren, als im Innenbereich möglich gewesen wären, diente dazu, Schatten zu spenden, war aber echt extrem hoch, hat damit quasi den Blick auf das ursprüngliche Gebäude total verstellt. Dann war das mit Plan überzogen, die mussten bei Hurricanes immer kommen, oder wenn generell auch in Tropensturmgefahr oder Unwettergefahr extremen Ausmaßes drohte, mussten die immer entfernt werden. Teilweise wurde das vergessen, dann wurden die abgerissen. Dann in den Zeiten, in denen es stand, es ist im Obergeschoss von Test Track, ist eine Lounge für General Motors. Also General Motors ist Sponsor der Attraktion, aktuell mit seiner Marke Chevrolet. Und da hat dieser Pavillon immer den Ausblick eigentlich genommen, weil man auf dieses Gerüst diese Dachkonstruktion geschaut hat. Und jetzt wird es so eine Überdachung geben, die quasi aussieht, als würde sie aus dem Gebäude ein bisschen rauswachsen, viel tiefer über den Eingängen und ja, die den Look des eigentlichen Gebäudes unterstützt. Sieht, finde ich, cool aus auf dem Concept Art. Finde ich vielversprechend. Auch generell die Umgestaltung finde ich sehr vielversprechend. Diese Hommage ans alte Epcot kombiniert mit der modernen, immer noch moderne Attraktion. Allerdings, also weil ich jetzt auch kein großer Fan der aktuellen Test-Track-Attraktion bin. Das, was davor war, die Variante, hat mir besser gefallen. Jetzt diese Test-Dinger, die sind mir alles etwas zu platt gestaltet. Deshalb freue ich mich darauf, das wird ziemlich cool werden. Dann gibt es News für die Pinsammler unter euch. Denn das Pin-Trading ist jetzt wieder komplett zurück in Walt Disney World. Es kann jetzt auch wieder mit Cast-Membern getauscht werden. Ihr könnt also so auch wieder mit Cast-Membern beim Tauschen eure Sammlung erweitern. War früher zumindest, als ich früher Pin-Trading gemacht habe, das ist schon lange her, war das immer eine gute Gelegenheit, weil die oft tatsächlich seltene Pins hatten, die man sonst nicht mehr gefunden hat. Ich weiß nicht, wie das heute noch ist, da wo es Pin-Trading gab, und ich weiß auch nicht, wie es jetzt in Disney World ist, weil ich es nicht mehr mache, aber vielleicht ist das ja für den einen oder anderen Pin-Trader unter euch eine gute Chance. Dann gab es am 8.4. eine Sonnenfinsternis, die auch im Magic Kingdom zu sehen war, und davon haben wir ein kleines Video für euch. Ja, die nächste Sonnenfinsternis ist, glaube ich, 2045 da zu sehen. Und dann wird es auch, soweit ich weiß, eine totale Sonnenfinsternis sein, die quasi zentral über das Magic Kingdom oder über Disney World drüber zieht. Der Bereich, dem es total sein wird, ist natürlich größer. Aber das wird eine richtig totale sein. Da kann man jetzt schon ausgehen, das werden neue Rekordpreise für Tickets für die Disney Parks werden an dem Tag, wenn das so richtig in vollem Umfang da stattfinden wird. Dann, Disney hat ja so diese Idee, Essen zu Merchandise zu machen. Wir hatten kürzlich die Pizza Collection, die es erst in Walt Disney World, dann Disneyland Paris gab. Und jetzt gibt es eine Lollipop Collection. Ja, ihr könnt also quasi als Hauptgang als Pizza durch den Park laufen und dann zieht ihr euch um und lauft als Dessert, als ein süßer Lollipop durch die Parks. Wir gehen davon aus, dass die Kollektion auch nach Paris kommen wird.
aktuell noch nicht, aber gehen davon aus, dass es wieder bei der Pizza Collection ist, dass es auch passieren wird. Es gibt Spirit Jerseys, Ohren, einen Lautfall-Rucksack und einiges andere. So, dann kommen wir zur vielleicht größten, zumindest größten tatsächlichen News zu Walt Disney World dieses Jahr, diese Woche, nämlich die Änderung am DAS-System, am Disability Access System. Das ist das Zugangssystem für Menschen mit Behinderungen, um den Besuch in Walt Disney World zu erleichtern. Ich gab schon vor einer Woche Gerüchte ungefähr, dass das Änderungen geben wird. Und jetzt drei Tage später, als die ursprünglichen Gerüchte rauskamen, hat Disney dann auch Änderungen angekündigt. Das wirkt alles noch ein bisschen unfertig, muss man sagen. Es fehlen noch sehr viele Details, wie das genau stattfinden wird in der Praxis. Könnte dem geschuldet sein, dass es diese Gerüchte gab und Disney schneller reagieren musste, als sie es eigentlich bekannt geben wollten. Jedenfalls wird es grundlegend geändertes DAS-System sowohl für Disneyland Anaheim als auch für Walt Disney World geben. In Disneyland ab 18. Juni und in Walt Disney World schon ab 20. Mai. Der Grund dafür ist, dass das bestehende System immer stärker missbraucht wurde. Seit 2019, in den letzten 5 Jahren, hat die Anzahl der DAS-Anträge sich verfünffacht, glaube ich, war es. Ich gucke gerade nochmal. Nee, verdreifacht. Ich hatte es mir notiert, aber ich werde es nicht, ich finde es jetzt nicht mehr. Was hatte ich hier da? Ja, ich finde es nicht mehr. Also massiv erhöht, so dass das System, so wie es angelegt war, nicht mehr funktioniert hat. Nun gibt es das Problem in den USA, dass Privatunternehmen nicht einfach nach medizinischen Belegen, Unterlagen oder wie bei uns nach dem Schwerbehindertenausweis fragen dürfen, den es auch in der Form gar nicht überall in den USA überhaupt gibt. Und deshalb hat Disney quasi auf ein Honor, auf ein Ehrensystem gesetzt, bei dem sich Leute in einem Chat vorher mit einem Castmember besprochen haben, wie Disney ihnen helfen kann. Denn Disney durfte auch nicht fragen, was ist deine Krankheit, sondern nur, wie können wir dir helfen. Und das System wurde leider massiv missbraucht. Es gibt ganze Foren, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt TikTok-Videos, die Cheats und Hacks für das System in Walt Disney World erklären. Und das funktioniert dann halt nicht. Dann kommst du Einschränkungen. Und wer jetzt sauer auf Disney ist, der sollte nicht sauer auf Disney sein, sondern sollte auf die Menschen sauer sein, die das System missbraucht haben und Tricks verraten haben, wie man das System austricksen kann, um Zugang zu das zu bekommen. Es gibt Leute, die machen sich teilweise in irgendwelchen Foren drüber lustig, über Leute, die es nicht beantragt haben, weil sie gesund sind. Das wäre doch schön blöd. Man kommt doch easy ran, wenn man die Tricks und weiß genau, wie man die Castmember ansprechen muss. Jetzt wird Disney auf ein System setzen, das erstens nur noch für Menschen mit mentalen Erkrankungen zugänglich sein soll. So zumindest ist der aktuelle Stand. Also Autismus zum Beispiel oder andere mentale Erkrankungen oder Zustände oder Behinderungen, die dazu führen, dass man eben tatsächlich nicht in der Schlange, in engen Räumen etc. stehen kann. Es heißt, dass Disney dabei eventuell einen externen Anbieter zur Hilfe nehmen wird, nämlich die Inspire Health Alliance. Die soll dann mitprüfen, ob diese Menschen, die sich um das bewerben, berechtigt dafür sind. Es gibt, wie wir gerade gesagt, Privatunternehmen dürfen nach entsprechenden Nachweisen und nicht verlangen und auch gar nicht fragen, aufgrund des Americans with Disabilities Act. Aber es gibt lizenzierte Unternehmen, die das dürfen. Das sind nicht viele. Universal macht ein ähnliches System, bei denen bewirbt man sich quasi um deren Zugangssystem direkt bei einem externen Anbieter und kann dann nur zu Universal sozusagen vordringen, wenn der externe Anbieter diese Unterlagen schon bestätigt hat. Wie das genau bei Disney laufen wird, ist noch nicht bekannt, ob die Castmember nur diese Inspire Health Alliance einsetzen sollen, wenn sie Zweifel an den Aussagen haben, wenn sie
des Gastes da nichts verifizieren können, wenn es ihnen komisch vorkommt, oder ob die generell unterstützen sollen. Die sind ja die Zusammenarbeit überhaupt noch nicht bestätigt. Das muss man auch sagen, aber heißt an allen Ecken und Enden, dass das so wäre. Aus den Quellen, die auch zunächst von den Änderungen berichtet haben, bevor es offiziell war, also ist das relativ zuverlässig. Und die dürfen dann eben nach Unterlagen fragen. Und wer es missbraucht, soll, damit es nicht so weitergeht, soll lebenslanges Parkverbot für die Disney-Parks in Amerika bekommen. Und das ist die richtige Lösung, finde ich. Also ob das jetzt die richtige Lösung ist, das ist nur für Menschen mit psychischen, aber nicht für physische Behinderungen, Erkrankungen und sonstige Zustände, gilt das, das weiß ich nicht. Also für Menschen, die Gehbehinderung haben etc., gab es das schon längere Zeit nicht, weil die meisten, fast alle Warteschlangen in Walt Disney World befahrbar sind mit Rollstuhl und Scootern. Und die, bei denen es nicht gab, da gab es dann andere Eingänge. Deshalb, ja, also muss man sehen, wie sich das am Ende auswirkt, aber zum Beispiel kann langes Schlange stehen für Menschen mit zum Beispiel entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder für Menschen, die bestimmte Medikamente nehmen oder Diabetes haben, auch kritisch sein, weil die oftmals kurzfristig, überraschend und dann sehr eilig zur Toilette müssen. Und dafür gab es zum Beispiel bisher das soll es nicht mehr geben. Dafür hat Disney angekündigt, ein System einzuführen, mit dem man zu jedem Zeitpunkt eine Warteschlange verlassen und an derselben Stelle wieder betreten kann. Eben für die Menschen, die dann zur Toilette müssen oder aus anderen Gründen eilig raus müssen. Aber auch dazu, wie das funktionieren wird, hat Disney noch nichts gesagt. Es ist tatsächlich, wirkt das alles so, auch die es gibt jetzt schon eine neue Broschüre dazu, die ist aber auch irgendwie, wirkt nicht vollständig, muss man sagen. Vielleicht wirkt es schon vollständiger, wenn ihr das Video schaut, als heute Morgen, wenn ich es gerade einspreche oder die letzten Informationen nochmal angeschaut habe. Das kann sein, weil Disney, das ist anscheinend wirklich Work in Progress. Es soll auch so sein, dass auch nicht mehr jeder Gast, der generell die Berechtigung zu das bekommt, Attraktionen vorbuchen kann. Das ging früher, man konnte Attraktionen vorbuchen für seinen Aufenthalt und die dann zwei pro Tag und die dann eben entsprechend besuchen und weitere Attraktionen konnte man dann vor Ort nachbuchen. Also ähnlich quasi, technisch ähnlich wie das frühere Fastpass-System mit den drei vorbuchbaren Attraktionen. Das soll es grundsätzlich noch geben, aber nicht mehr für alle, die das berechtigt sind. Manche sollen auch erst vor Ort buchen können. Das ist eine Änderung, aber auch hier ist noch nicht klar, wie das aufgeteilt oder wie das entschieden wird. Dann soll die Gruppengröße im Regelfall auf 4 Personen begrenzt werden. Das war früher, man konnte, glaube ich, 5 Personen mitnehmen, also auf 6 Personen begrenzt. Ausnahmen soll es hier geben für größere Familien, die nachweislich verwandt sind, aber nicht für private Gruppen, Freundesgruppen oder Ähnliches. Da baut man ein bisschen dem vor, dass es tatsächlich Guides gab, die das berechtigt waren, die dann gegen Bezahlung andere Leute mit in die Parks und mit dann in die Attraktionen genommen haben. Macht's nicht. Also es wird immer weiter Versuche geben, das System auszunutzen und uns auszutricksen. Und dann wird Disney weiter verschärfen. Denn sie müssen es tun. Sonst funktioniert das System nicht für die Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind. Also wenn ihr nicht wirklich darauf angewiesen seid, dann trickst das System nicht aus. Denn jede Einschränkung des Systems bedeutet Nachteile für die Menschen, die es brauchen und macht den Besuch für die in den Park schwerer. Das gilt auch in Disneyland Paris. Auch da gibt es Leute und nicht wenige, und habt ihr selbst auch schon miterlebt, die das gezielt mit Tricks ausnutzen. Lasst das. Das ist asozial, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das führt dazu, dass es Menschen schwerer haben, die angewiesen sind drauf. Dann gibt es noch, wie man das bekommt. Das wird in Walt Disney World nur noch im virtuellen Chat möglich sein. Früher war es so, man konnte das vorab im Chat bekommen und dann vor Ort noch, wenn man das noch nicht hatte, auch in Persona mit einem Castmember. Das wird nicht mehr möglich sein. Es wird nur im virtuellen Chat möglich sein. Sowohl vorab als auch am Anreisetag
muss man sich dann im Chat verbinden lassen. Deshalb würde ich empfehlen, wenn ihr es braucht, macht es frühzeitig, denn das kann durchaus mal eine Wartezeit von einer halben Stunde, einer Stunde oder auch länger im Chat haben. Wenn ihr es erst am Anreisetag macht, wenn ihr zum Beispiel die Parks nur einen Tag besucht, dann könnt ihr da wichtige, wertvolle Parkzeit natürlich verlieren. Gleichzeitig wird in Disneyland Resort in Anaheim wird es auch am Anreisetag weiterhin an speziellen Fenstern noch in Persona möglich sein. Warum man hier die Unterscheidung trifft, kann ich nicht sagen. Und dann zu guter Letzt, was hatte ich da noch? Ein Punkt fehlt mir jetzt noch. Ich weiß ihn nicht mehr. Also vielleicht noch, wenn das System an Universal angelehnt wird, zumindest was die Unterlagen angeht, dort kann man auch deutschsprachige Unterlagen einreichen. Ihr müsst also nicht extrem, dann wenn das so kommt, diese Details fehlen, noch nicht extreme Kosten in Kauf nehmen, um alles Attest und alles übersetzen zu lassen und medizinische Dokumentation auf Englisch übersetzen zu lassen. Ja, ich glaube, das waren alle Punkte dazu. Ich gehe meine Liste mal durch. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Sobald die Informationen wirklich ausformuliert sind und alles klarer ist, werden wir natürlich unsere Webseite auch aktualisieren. Das kann sich tatsächlich ein bisschen verzögern, da wir selbst dann eben in lange Zeit in den USA sind. Ich weiß nicht, wie wir dann da dazu kommen. Tut uns leid, wenn wir das nicht sofort können. Geht halt nicht immer wie man das gerne will. Gut, kommen wir zu weiteren News aus Walt Disney World. Tron Light Cycle Run hat eine neue Post-Show, jetzt zum Team Green, passend zum Sponsor Enterprise. Ja, da wurden neue Poster aufgehängt, es gibt neue Lichteffekte am Ausgang und so weiter. Jetzt nichts Spektakuläres, aber wollte es der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Dann in Epcot ist der Anleger der Friendship Boats am marokkanischen Pavillon wieder zugänglich. Der wurde renoviert, aber dafür hat jetzt der Anleger am deutschen Pavillon geschlossen. Es sieht so aus, als würde aktuell immer nur eine der beiden Linien über die World Showcase Lagoon mit den Friendship Boats bedient werden. Dann hat gestern das 1900 Park Fair im Grand Floridian Hotel wieder eröffnet. Das war das letzte Restaurant, das noch aus der Corona-Zeit geschlossen war in Walt Disney World. Und das ist seit gestern mit seinem Character Breakfast zurück. Also das Angebot an Restaurants in Walt Disney World ist wieder vollständig. Natürlich wird immer was umgebaut. Es gibt Neubauten. Wir warten immer noch auf dieses Cake-Ding, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Aber die Disney-Restaurants sind Stand jetzt wieder vollständig. Es ist ein Character Dining, das zum Frühstück und zum Abendessen gibt, das nach dem Motto Folge deinen Träumen. Ja, das dem Motto folgt. Damit soll die etwas willkürliche Zusammensetzung meiner Meinung nach der anwesenden Charakter erklärt werden. Das sind nämlich Cinderella, Mirabelle, Tiana und Aladdin. Passt an sich nicht so unbedingt zusammen, aber nun gut. Besonders interessant ist da auch vielleicht auch, dass ihr Tiana in ihrem Outfit treffen könnt, dass sie eben dann auch bei Tiana's Bayou Adventure, da kommen wir später nochmal dazu, tragen wird. Dann heizen wir, und es ist das erste Mal, dass Mirabelle beim Character Dining dabei ist. Dann heizen wir die Gerüchteküche mal wieder ein bisschen an. Ja, es ist definitiv nur ein Gerücht, aber es geht über zig Kanäle, nämlich dass jetzt klar ist, was beim Projekt Beyond Big Thunder Mountain im Magic Kingdom passieren soll, zumindest in Teilen. Das war ja bei der D23 Expo oder war es bei der Destination? Bei der Expo vor, also 22, schon angekündigt, dass Disney da gab es diese Blue Sky Konzepte dran arbeitet, ein Projekt Beyond Big Thunder Mountain. Auf Concept Arts damals waren allerdings Sachen zu sehen, die eher an Encanto und Coco erinnert haben, was ja thematisch durchaus unter dem Motto Desert, also Wüste, sollte das zusammengefasst werden, es wäre durchaus gegangen, aber die Sachen finden eben Einzug ins Animal Kingdom. Und jetzt soll
Radiator Springs, zumindest Radiator Springs Racers, die Attraktion, ins Magic Kingdom kommen. Also die technisch auf Test-Track basierende oder auf demselben System wie Test-Track basierende Attraktion, die ihr im Disney California Adventure in Anaheim findet. Ob 1 zu 1, keine Ahnung. Ich persönlich finde es gut, wenn, oder nicht schlimm, wenn das Ride-System, obwohl es in Epcot gibt, nochmal Einzug halten würde. Denn andere Ride-Systems, Omnimover, Bootsfahrten, die sind technisch auch sehr ähnlich, teilweise identisch und gibt es an mehreren Stellen Parks. Und mir kommt es am Ende aufs Storytelling an. Und man kann nicht für jede Attraktion komplett neues Ride-System entwickeln. Dann gibt es noch weniger neue Sachen, weil das einfach die Kosten extrem hochtreibt und Synergieeffekte nimmt. Auch Trackless Ride-Systems gibt's en masse. Also ich würde nicht an, das heißt ja, dass das Encanto-Haus den technisch Mystic Manor entsprechen soll, was ein Trackless Ride System ist. Ich würde darauf nicht verzichten wollen, nur weil man mit Ratatouille, mit Rise of the Resistance und mit Mickey Minnie's Runaway Railway schon andere Trackless Ride Systems haben. Das finde ich nicht wild. Ich weiß allerdings nicht, ob die Radiator Springs Thematisierung dann wirklich so zu Big Thunder Mountain passt. Ja, Wüste und die entsprechenden Felsstrukturen, das passt alles, aber so das zeitliche Setting. Wir haben ja eh schon das Problem, dass Tiana's Bayou Adventure Frontierland unterbrechen wird. Und dann hätte man die Rückkehr nach Arizona in den 1880er Jahren und dann Radiator Springs. Also wenn, müsste das ein gut abgetrennter Bereich sein, meiner Meinung nach. Oder ich fände es cool, wenn ein anderes Thema, zum Beispiel, was weiß ich, ein Postkutschenrennen. Das könnte ja von Frontierland passen. Auf der technischen Basis von Radiator Springs gebaut werden würde. Oder es kommt tatsächlich so, wie es ursprünglich hieß, bevor das wahrscheinlich aus Kostengründen auch wieder gestrichen wird, dass Frontierland quasi aufgelöst wird, der vordere Teil dem Liberty Square zugeschlagen wird, um Tiana's Bayou Adventure rum eine Art New Orleans Square kommt, mit Pecos Bill noch, das dann auch umgebaut wird, und Big Thunder Mountain und das, was Beyond Big Thunder Mountain ist, zum Desert-Thema wird, das dann, das so gehen die Gerüchte weiter, aber die sind noch viel, viel vager, in ein Willens-Thema übergehen soll, in Richtung Haunted Mansion. Also ein weiterer neuer Bereich fürs Magic Kingdom soll da in der Mache sein, der dann über dieses neue Desert-Areal und über den Liberty Square am Haunted Mansion vorbei zu erkunden sein soll. Da wird sogar von 2 bis 3 Attraktionen gesprochen zum Thema Willens, also Bösewichte. Fände ich cool. Da könnte man sicherlich einen tollen Übergang auch schaffen. Man müsste in Rivers of America über die Liberty Bell aktuell fahren, ein bisschen was umgestalten, aber ja, bleibt natürlich abzuwarten. Das ist ganz vage. Also Radiator Springs und zumindest die Technik, das ist schon ein bisschen konkreter. Das Willens-Ding ist noch ganz vage. Aber immerhin, Disney will anscheinend wirklich jetzt langsam wieder mehr tun. Da kommt natürlich die Einigung mit Florida und mit dem Central Florida Tourism Oversight Board, mit dem Disney im Rechtsstreit lag. Und mit DeSantis kommen hinzu, wobei tatsächlich die Klage gegen Ron DeSantis, war heute gerade eine Meldung, noch gar nicht komplett von Disney zurückgenommen ist. Disney hat sich jetzt gerade beim entsprechenden Gericht, bei dem es da in Revision ist, eine Verlängerung der Antwortfrist auf Juni erbeten, wird aber davon ausgehen, dass sie dann ihre Klage zurückziehen. Und tatsächlich scheint Disney da abgewartet zu haben, bis diese Rechtsstreitigkeiten gelöst sind, um jetzt tatsächlich größer zu investieren. Wir hoffen, dass wir dann zur D23 Expo Anfang August mehr Details erfahren. Also eine Sache noch genau. Angeblich, das fände ich dann tatsächlich kritisch, soll ein neben Radiator Springs es einen weiteren Pixar-Anklang in dem neuen Bereich geben, und zwar zu Woody, eine Art Texas, oder nicht Texas, Western-Kulisse, wie sie ursprünglich fürs Toy Story Playland fürs Toy Story Land größer geplant war in Hollywood Studios. Das finde ich da ein bisschen kritisch. Also da hätte man wieder das Thema Toy Story präsent an 2 Stellen. Also ich fände es da schön. Eigentlich über Pixar für mich tatsächlich die Studios, Ride System von Radiator Springs toll, aber vielleicht ein bisschen anderes Thema und bitte nicht noch Woody und das Western-Thema mit Woody da einbringen, denn das beißt sich meiner Meinung nach mit dem Playland in Hollywood Studios. Gut, dann haben wir neue Einblicke zu Tiana's Bayou Adventure.
wir hatten letzte Woche den Mausblick gerade aufgenommen und geschnitten und da kamen die wirklich grandiosen Bilder der Animatronics, die bei Tachyanas Bayou Adventure Einzug halten werden, oder ein paar Vorgeschmäcke darauf. Luis zum Beispiel sieht mega aus. Also der Animatronic, wie er sich bewegt, wie das, die Materialien interagieren. Wie, also klasse. Auch der Tiana Animatronic, ich find's klasse. Also das ist bei aller Kritik, die ich an der Attraktion und vor allem nicht unbedingt an der Attraktion, sondern an ihrer Platzierung habe, wegen der thematischen Probleme, die ich da sehe, das sieht schon mega aus. Also, wow, kann ich da echt nur sagen. Wir blenden euch auch Video dazu rein. Hier. Oder vielleicht hat er mich auch kurz gestoppt und hat es vor mich geblendet. Und dann wurde, wir hatten euch im letzten Mausblick ja die neue Rara Band. Jetzt spielt immer beim Mausblick, spielt der PC. Vorgestellt. Und jetzt gibt es eine zweite Band, die in der Attraktion vorkommen soll, eine Froschband, die euch mit Afro-Cuban Music unterhalten soll. Und es gibt dann auch, ich hatte ja letzte Woche so die Frage gestellt, wie passt denn diese eigentlich aus christlichen Feiertagen kommende Rara-Musik, die es fast nur auf Haiti gibt, so richtig da rein in die Attraktion. Und dazu sagt jetzt Disney von Sideco, da kennen wir glaube ich die Band noch nicht, die das spielen soll, über Rara bis hin zu afrokubanischem Jazz, du wirst alle möglichen musikalischen Geschmäcker von großen und kleinen Tieren rund um den Bayou hören. Ganz so, als würdest du durch die Straßen des French Quarters in New Orleans laufen. Also dieser Melting Pot der Kultur, der Musik, das soll da dargestellt werden. Zu der neuen Band gibt es ein paar Infos, kann ich mir nicht alle merken, deshalb lese ich sie hier ab so ein bisschen. Einer der Frösche, Philippe, wird der Bandleader sein, der am Klavier spielt. Ihm gehört ein exklusiver Nachtclub im Bayou, in dem einheimische Glühwürmchen dazu eingesetzt werden, die Nacht zum Tag zu machen mit ihrem Leuchten und in der die ganze Nacht zu heißen Rhythmen und wilden Melodien getanzt wird. Er ist ein Familienmensch der alten Schule und seine Familie ist für ihn aber seine Band. Dann gibt's Mayra, ein Frosch, der eine Blumenblüte wie eine Trompete spielt. Hört sich auch sehr cool an. Die soll ein mitreißendes Solo haben während der Attraktion und übt ihr Instrument, seit sie eine Kaulquappe ist. Also die Story finde ich cool. Das ist witzig gemacht. Dann gibt's Mondo, der die Conga-Trommeln spielt. Dort wird mich jetzt lünchen für den Ton. Dem geht's vor allem um Rhythmus und den Rhythmus der Seele, um Leute mit seinem Rhythmus zu begeistern und zum Tanzen und zu bringen und ja. Gut. Und dann Isabelle, ein grünen Laubfrosch, die auch Kongas noch spielt, ist das jüngste Mitglied der Gruppe und orientiert sich so ein bisschen an Mondo. Und sie liebt es, die ganze Nacht zu trommeln. Ja, das ist die zweite Band, die uns vorgestellt wird. Witzige Hintergrundgeschichten wieder. Ich bin gespannt, wie sich das in der Attraktion dann zeigen wird. Aber ist ganz, ganz witzig. Dann gibt es noch ein paar Informationen zu nicht musizierenden Bewohnern des Bayous, denn nicht jeder Bewohner des Bayous wird musizieren, den ihr da während der Fahrt begegnen werdet. Da wird es zum Beispiel zig amphibische Freunde geben, die gerne Klatsch und Dratsch verbreiten. Dazu gehören unter anderem Gloria und Dolores, Frösche, beste Freundinnen, die es lieben, die Leute, die in ihren Booten vorbeifahren, zu beobachten. Also, ja, könntet ihr unter Beobachtung stehen und die euch Blicke zuwerfen werden, wenn ihr vorbeischwimmt und dann über euch tratschen werden eventuell. Und dann wird es Larry, das Gürteltier, entgeben, vor dem ihr euch vielleicht ein bisschen Acht nehmen sollt. Denn Larry ist ein kleiner Schelm und einer, der sich gerne Dinge borgt. Ja, borgt. Ihr wisst, was damit gemeint ist. Und er taucht immer da auf, wo ihr am wenigsten erwartet. Und habt ein bisschen Auge drauf, damit ihr eure Sachen auch behaltet. Wobei er an sich ein guter Kerl ist und die Sachen in der Regel doch wieder am Ende in den richtigen Pfoten landen. Das war der Mausblick. Ich hoffe, es war wieder das eine oder andere Interessante für euch dabei. Wir sehen uns jetzt geplant mit dem Mausblick nicht so schnell wieder. Wenn es große Sachen gibt, werden wir gucken, wie wir das aus Disney World machen können. Wir haben am Montag nochmal eine Parkshow, in der wir über 90 Fragen, die ihr uns geschickt habt,
zu Walt Disney World, Florida, Disney's Vero Beach Resort beantworten. Das wird eine sehr lange Parkshow werden. Also wir haben sie schon aufgenommen, sie ist sehr lang, aber ihr könnt die sicherlich auch nachschauen. Da könnt ihr also nochmal was von uns sehen. Eventuell, je nachdem, was morgen bei dem Event in Disneyland Paris rauskommt, wenn wir morgen nochmal so einen Mausblick extra oder so haben, wenn es was Größeres an Neuigkeiten gibt und nicht nur die bisher bekannten Sachen bestätigt werden. Ansonsten starten wir dann am nächsten Mittwoch, da fliegen wir, werdet ihr wahrscheinlich Donnerstag, Freitag die ersten Vlogs von uns aus Florida sehen. Das war's. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und drückt uns die Daumen, dass der Urlaub gut wird. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.